Also ist sie wahr. Fahren wir mal schön und durch eine Lücke. Wir werden E-Touren sehen, eine wunderschöne Pfarrkirche mit barocken Türmen. Hohenkönig Etzel soll der Überlieferung nach hier seine Braut Brünnhild erwartet haben. Alle kennen Sie die Geschichte um die Nibelungen. So, Matthias, zweite Frühstück. Waren das Gebiet, in dem auch Konrad Lorenz tätig war, der unternahm seine Pfarrkirche und beobachtete Traugänse. Er lebte in Altenberg, am Kleinort Zwischenpolen, was heißt, und der kennt seine wunderschönen, so, nicht normalen Eilen, sondern auch Schriftstücke, die er hinterlassen hat. Viel Spaß bei der Länge an Tassen und wir machen jetzt eine schöne Flusskreuzfahrt mit der Tui Allegra. Und wir zeichnen euch jetzt Wien, Budapest und hier das All-Inclusive-Paket. Solltet ihr auf jeden Fall buchen, weil es ist schon toll, sage ich euch. Matthias, was sagst du dazu? Weltklasse, wirklich. Und das bei dem Wetter hier. Einsame Spitze und gleich sehen wir uns. Und das ist die Frau Klein, die Iris Klein, die hat euch jetzt gefilmt.